Und damit seid gegrüßt und zwei genommen habe zu Techno und zu einem neuen Part. Samal Mara. Weiter geht's hier am Leuchtturm. Wir haben mit Saimi zu reden. Hallo Saimi. Wie geht es mit deinem Kampf gegen die Nils voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Ich muss an einem Wettrennen teilnehmen. Die Piraten wollen mir nur helfen, wenn ich einen von ihnen besiege. Ist dein Gegner denn so gut? Ja, ihr Name ist Ereti. Sie ist eine sehr junge und entschlossene Trino. Ereti? Jetzt, Tochter? Irgendwo habe ich ein Foto von ihm. Schau mal, das ist jetzt. Und das ist deine Großmutter. Oh, sie sehen so jung aus. Ja, wir waren alle jung. Ich mag es auch, alle zusammen zu sehen. Erzähl mir, was ist dein Problem mit Ereti? Ich muss gegen sie antreten, aber ich weiß nicht, was ich als Wetteinsatz beitreten soll. Ich habe hier ein paar Dinge, die vielleicht nützlich sein könnten. Ein paar Andenken aus alten Zeiten. Was ist das? Jetzt Grammophon. Er spielt klassische Musikmelodien aus Maras Vergangenheit. Es ist ein schönes Andenken an jetzt. Und das einzige Erinnerungsstück von ihm, das ich noch habe. Jetzt war ein Rabauke, aber ein guter Credo. Er liebt Ereti sehr. Er redete ständig über sie. Es tat ihm sehr weh, dass sie wegen seiner vielen Reisen so selten sehen konnte. Aber die Mission der Marine, die war ihm so wichtig. Er half vielen Leuten während seiner Zeit mit uns. Vor ein paar Jahren jedoch verschwand er. Mach dir nichts draus, wenn ich es mitnehme. Mach dich jetzt darüber keinen Kopf. Es wird bei Ereti sicher auch schöne Erinnerungen wachrufen. Ich denke nicht, dass ich es vermissen werde. Bitte, wenn du es behalten könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Keine Sorge. Verwende jetzt Grammophon als Wetteinsatz für das Wettrennen gegen Ereti. Okay. Und unser Boot müssen wir nicht nochmal aufputschen, oder wie ist das? Ich meine, wir haben das kleinste und ungelenkigste Boot. Da müssen wir nicht noch irgendwas machen. Würde mich kaum wundern, wenn wir dann noch was verbessern müssen. Einen schnelleren Motor oder so, damit das schneller rudert. Schneller, mehr Ruder dran oder so. Keine Ahnung. Gut. Ich muss mal gerade was essen. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Ein paar Erdbeeren. Sehr gut. Damit ich hier nicht verhungere. Oh, schade, aufs Dach können wir nicht drauf. Das hätte ich gern gesehen, auf dem Dach. So. Zurück zur Pirateninsel. Zur verbotenen Pirateninsel. Verbotene Felsklippe. Ich bin zurück. Gib einfach auf. Dein Boot kann es nicht mit meinem aufnehmen. Ich habe das beste Boot im Mara. Es gehört zur Kapitänin der Marine. Dass ich nicht lache. Was ist dein Wetteinsatz? Ich habe dieses alte Grammophon mitgebracht. Interessiert es dich? Wo hast du das her? Von einer Freundin. Ihr Name ist Saimi. Saimi! Sie war eine Freundin deines Vaters. Und meiner Großmutter Haku. Du bist Hakus Enkelin. Und du wagst es, hier aufzutauchen. Mein Vater hat niemals aufgehört, über seinen Kapitänen zu reden. Über deine alte Haku. Hey! Gut, ich werde gegen dich antreten. Ich bin bereit, diesen Kristall zu riskieren. Der Kristall für das Tor. Er gehört zu meiner Großmutter. Das wusste ich. Ein Bote vor ein
einiger Zeit nach ein Bote vor einiger Zeit nach meinem Vater gesucht. Das jetzt ergibt absolut gar keinen Sinn. Stattdessen fand er mich. Er hat mir das hier gegeben. Ein Brief mit einer verwirrenden Nachricht. Eine Art Kristallkugel und ein paar Anweisungen. Wenn dich ein Mädchen aufsucht, gib mir diese Kugel. Aber ich bin nicht mein Vater. Gib sie mir sofort zurück. So funktionieren die Dinger hier aber nicht. Du musst sie dir verdienen. Was würde dein Vater von dir denken? Mein Vater? Mein Vater hat mich schon vor Jahren verlassen. Wegen der verdammten Marine. Wegen seiner besser Besessenheit, die ganze Welt zu retten. Dabei hat das Wichtigste völlig vergessen. Mein Vater ist ein Anker, den ich schon vor langer Zeit gekappt und über Bord geworfen habe. Aber kein Aberkind. Wir beide sind Kinder von Matrosen. Akzeptiere es. Denen war das mehr wichtig als wir. Das stimmt nicht. Soll die Kapitänin meines Vaters dir doch helfen? Denn ich werde es nicht. Tritt beim Wettrennen gegen Iriti an. Das tun wir gerade. Okay. Besiegen wir Iriti. Läuft das Wettrennen schon? Scheinbar läuft es schon. Okay. Wie gesagt, wir haben das kleinste und uneleganteste Boot. Das ist jetzt hier wirklich ein Wettrennen zu gewinnen. Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben schon mal gegen den Kollegen gewonnen. Gegen den Lizio haben wir doch schon mal gewonnen. Aber jetzt gegen sie. Ich weiß ja nicht. Lizio hat uns auch gewinnen lassen. Ha, ich habe es gewusst. Jetzt gehört jetzt Kammer von mir. Immerhin habe ich es versucht. Ich brauche trotzdem deinen Kristall. Niemals. Ich komme zurück. Und wenn ich verliere, komme ich wieder zurück. Ich werde wieder und wieder zurückkommen, bis du ihn mir gibst. Sei nicht so stur. Irgendwann gibt jeder auf. Du wirst auf auch nicht anders sein. Ich gebe nie auf. Hast du denn keine Familie? Nee, hat sie nicht. Geh zurück zu ihr und komme nie wieder zurück. Ich habe viele Freunde. Ich habe kleine Tiere. Und ein paar ungezogene Seemöwen. Das ist meine Familie. So ein Unsinn. Du bist völlig alleine. Ha. Ich habe eine Idee. Was hast du gesagt? Ich bin gleich wieder da. Und du wirst den Kristall nochmal verwenden. Jaias Blume. Jetzt müssen wir immer neue Einsätze holen oder was? Oh Mann, wir dürfen nicht so oft verlieren. Sonst haben wir hier nichts mehr zum Einsetzen. Kein Einsatz mehr fürs Rennen. Okay, mach schnell im Boot schlafen. Ich glaube, das kann man schaffen. So schnell ist das Boot auch nicht. So. Eine Blume ernten. Und dann schauen wir mal, wie wir die besiegen können. Müssen wir gegen Iriti antreten oder müssen wir gegen die anderen Piraten auch gleich im Kampf antreten? So, ein paar Orangenbäume anpflanzen, gerade mal wo wir schon hier sind. Apfelbaum wäre auch nicht schlecht. Hier zum Beispiel. Ananas. Nahe des Meeres. Okay. Ja, Blumen pflücken müssen wir gleich noch. Sekunde. Nimm mal ein paar Ananasbäume pflanzen, damit die schön wachsen, während ich hier ein Wettrennen mache. So, Ananas. Drei Ananasbäume am Strand.
Eine Zitrone haben wir noch. Und Pinienkern. Auf einer höher liegenden Fläche. Flaches Stück Land. Hier vielleicht. Hier einfach. Sehr schön. Okay, dann pflücken wir mal eine Blume. Und dann kehren wir zurück zum Wettrennen. Machen wir eine Revanche. Revanche. Okay, der Tank war schon aufgefüllt. Wir haben erst einen Kristall. Wir müssen dann noch zwei weitere suchen, nachdem wir den hier geholt haben. Kristallsuche beginnt scheinbar jetzt. Mal schauen, was wir dann jenseits des Portals finden werden. Wenn wir die 1, 2, 3, 4 Kristalle eingefügt haben. Das scheint dann jedoch das Ende zu sein. Ist doch hier schon die ganze Zeit. Darauf arbeiten wir doch die ganze Zeit hin. Auf die Kristalle. Auf die Tür. Die einzige ominöse Tür. Das einzige, was wir hier noch nicht erschließen konnten. Ja, ich würde mal sagen, auf zur verbotenen Pirateninsel. Es geht doch alles sehr gut mit Schnellreise. Hast du schon so eine Blume gesehen? Diese Blume, Kind, warum quälst du mich mit der Vergangenheit? Weil dieser Kristall sehr wichtig für mich ist. Weißt du etwas über diese Blume? Sie wächst auf meiner Insel. Hanku hat sich ihrer Besatzung immer einige dieser Blumen gegeben. Und mein Vater schenkte sie immer mir. Manchmal brachte er mir einen ganzen Strauß, während deiner Abwesenheit aufblühte. Er sprach immer voller Leidenschaft von Haku. Wenn Jet mich geliebt hat, warum hat er mich dann allein gelassen? Vater? Kann das sein? Ich meine, wenn der so mit Haku zusammen war, obwohl Opa dann wahrscheinlich eher, weil Haku ist ja auch unsere Großmutter, deshalb. Wer unsere Eltern sind, ist auch nicht klar, aber ja, wahrscheinlich ist sie unsere Mutter oder unser Vater. Und es kommt am Ende raus, dass Eriti unser Vater ist. Ist ja scheinbar ein R. Warum hat mein Vater mich im Stich gelassen und meine Erziehung der Marineakademie überlassen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht war er kein guter Vater. Vielleicht wenn Eriti sein Vater ist, dann. Und der mit Haku, ihr wisst schon, vielleicht musst du ihm auch nicht verzeihen, aber du kannst ihn nicht für den Rest deines Lebens hassen. Dieser Credo. Meine Großmutter Haku hat mal gesagt, dass wir manchmal unsere Insel verlassen müssen. Das heißt jedoch nicht, dass wir sie nicht lieben. Ich denke oft an meine Seemöwen, wenn ich unterwegs bin, und an meine Pflanzen. Und ich komme immer wieder zurück und genieße sie. Es ist vielleicht nicht dasselbe, aber ich bin sicher, dass dein Vater dich geliebt hat, auch wenn er vielleicht kein guter Vater war. Bist du auch ganz allein? Das war ich, aber jetzt habe ich viele Freunde. Ich hasse meine Großmutter nicht dafür, dass sie mich auf der Insel eingelassen hat. Du bist sehr erwachsen für ein Kind. Ja, weil ich ein Abenteurerin bin. Lass uns fünfst und ich wette den Kristall gegen die Blume. Abgemacht. Abgemacht. Dann müssen wir es jetzt mal gewinnen. Das wäre jetzt nicht schlecht. Tritt noch einmal gegen Eriti an. Wette die Blume von der Jaja Haku gegen den Kristall. Dann müssen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen anstrengen. Na komm, auf geht's. Versuch mal zu gewinnen. Versuchen wir hier nichts zu verlieren. Weil noch ein Wetteinsatz. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen kann. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hier. Und geradeaus durchs Meer.
Wo ist denn die Mitstreiterin hier? Kommt die noch? Hat die aufgegeben. Puh, das war knapp. Die stand noch am Start. Puh, das war knapp. Aber du hast verdient gewonnen. Ja, sieht ganz so aus. Hier ist die Blume. Wir hätten es gewinnen lassen. Was? Aber du hast gewonnen. Ein Trostpreis für dich. Du musst die Vergangenheit nicht vergessen. Behalte deine schönen Erinnerungen an jetzt. Hier hast du den Kristall. Er gehört dir. Yippie. Ach so, hast du nicht etwas von einem Brief gesagt? Ich erinnere mich nicht mehr so gut, was in ihm stand. Haku, hast du irgendwas davon geschrieben, dass sie ein letztes Mal deine Hilfe, die Hilfe ihrer Besatzung braucht? Und dass der Kristall sicher aufbewahrt werden soll? Und dass eines Tages ein Mädchen ihn abholen würde? Du, außerdem sollten wir ihn Dino geben, wenn wir sicher sind, dass du für ihn bereit bist. Deswegen ist der Kristall also verschwunden. Wo könnten die anderen beiden sein? Hier, das habe ich von meinem Vater aufbewahrt. Es ist ein Foto der Besatzung. Er zeigt es immer, wenn mir Geschichten über die Marine erzählt. Vielleicht haben Saini und Duna die anderen Kristalle. Sieht ganz so aus. Ich werde Saimi fragen, wegen der Leads. Ich rede mit den anderen Piraten, keine Sorge. Sehr schön. Fragst du ihm nach Hakus Brief? Das tun wir doch glatt. Dann kriegen wir vielleicht auch die anderen beiden Kristalle. Und können endlich das Tor auf unserer Insel öffnen. Oder die Wand oder was auch immer dahinter sich befindet. Vermutlich glatt ein Portal. Oder etwas ähnliches. Wie wir dann die Edits noch besiegen, habe ich keine Ahnung. Aber das machen wir dann schon. So. Auf zur Heimatinsel. Ich würde erstmal die Perle hinterlassen. Und dann gehen wir hier. Dann gehen wir zu Saini. Interessant. Ich kann das Boot gerade nicht verlassen. Haben wir wieder einen, so einen Bug hier. Wir können nicht an den Steg, weil der Steg überschwemmt ist. Das hatte ich schon ein, zweimal offscreen. Wir können nicht anlegen. Vielleicht müssen wir nochmal hinfahren. Hier. Ja, müssen wir nochmal Geld ausgeben. Eine doppelte Bezahlung, damit das Anlegen auch wirklich möglich ist. Die Bäume. Schön, schön. Ich würde den Kristall gerne mal einfügen. Wo man den schon haben kann, wenn wir den noch gleich verwenden. Die anderen Kristalle kommen dann später noch hinterher. So. Wollen wir das mal sehen. Kristall benutzen. Ach, das war der Kristall. Die anderen zwei brauche ich noch. Es war schwer, diesen Kristall zu bekommen, aber Erik hat ein gutes Herz. Da waren es nur zwei. Minus eins. Ich habe jetzt minus einen Kristall. Ja. Hübsche Ukulelenmusik im Hintergrund. Ja, gefällt mir. Samanara Soundtrack, habe ich nämlich im letzten Part schon was dazu gesagt. Vor allem die Titelmusik. Samanara Scheme. Nicht schlecht. So, ab zum Leuchtturm und Saimi reden. Da sind wir den zwei letzten Kristallen so nah wie zuvor.
habe den ersten Kristall haben wir von Haku gekriegt, ganz am Anfang. Da war schon eine Weile, der steckt da schon ein ganzes Weilchen. Was haben wir hier für ein Plakat? Aha, interessant.